Yo Leute, willkommen bei Gameplank, heute wieder in Minecraft zum ersten Battle. Ich bin der Max, zock heute mit dem Colin, dem Danny, der der Schiedsrichter ist, und dem Max von Rocco Arts neu dabei. Falls ihr Bock habt mitzuspielen, könnt ihr euch natürlich auch bewerben, dann schauen wir das an und dann könnt ihr mal hier mitzocken und auch ne so mitbauen, denn in dem Spiel geht's darum, zwei Spieler müssen was aufbauen, zum Beispiel sag ich jetzt Apfel und dann haben sie 2 Minuten Zeit, einen Apfel aufzubauen. Und nach den 2 Minuten müssen sie sofort aufhören, egal ob sie fertig sind oder nicht. Und dann kommt Danny und guckt sich das an und gibt seine Bewertung ab. Und dann kriegt man halt Punkte, wenn man gewonnen hat, kriegt man einen Punkt. Außer in der letzten Runde, weil es, also in der dritten Runde, 3 Runden lang geht es, in der letzten Runde kriegt man 2 Punkte, damit man noch aufholen kann, falls man jetzt die erste verloren hat. Und falls es aber dann unentschieden ist, dann gibt es noch eine Runde, also eine vierte Runde, die dann alles entscheidet. Wenn man die gewonnen hat, dann ist das Spiel vorbei, dann hat der gewonnen. Genau. So, gibt es noch was zu sagen oder können wir anfangen? Hey! Anfang. Anfangen? Anfangen? Asche. Gut, dann macht euch bereit und Warte, mein Bruder ist baut kaputt. in 3, 2, 1 einen Kuchen. Okay. So. Oh Gott, den Boden kaputt gemacht, das ist schon mal Sabotage. Ja, das ist hinten ganz. Und zwar, beide sehen gut aus. Ja, was ist das denn da oben drauf? Das ist Kerzen oder was? Ja. Die Er hat sich rote Magerzünder. Kerzen. Ja, braucht man nicht. Das war nicht die Regel. Ja, so zum Beispiel. Viel Der war ja besser. nicht gesagt, Colin. Er könnte ja auch nicht anzünden, Colin. Geht doch. Ja. Warte Ja, mal, dann ja. müssen wir das mal so machen. Ein bisschen 3D-Kirschen oben drauf. Colin seins finde ich. Ganz okay. Und Lass Bronco mal seins heißen. auch. Ich hatte keine braune Wolle, ich Idiot. Ey. Entscheid dich, Danny. Danny zündet das mal alles an. Mir gefällt der Boden von Bronco besser, also von Rockwarts. Und die Kerzen von Colin. Ich würde sagen, unentschieden. Sind keine Kerzen, das sind Ich wollte Kirschen. gerade sagen, ich dachte, das Dann sind keine Kerzen, Kirschen. ne? Eben waren das doch Kerzen. Dann Kirschen. Bronco, das sind Kerzen. Unentschieden. Also keiner am Punkt. Keiner einen Punkt. Dann müssen wir auf Keiner jeden einen Fall 4 Punkt. Runden spielen, okay. Fail Gut. Round. Hey, Fail Round. Ihr baut mir in 3, 2, 1 eine CD. Da sind wir auch wieder zurück. Sind wir Und ganz das? schnieke CDs, 2 Stück, ja, sind wir. Wie man gerade sieht. Mann ist awesome, Eins ist Mann. unnötig, aber Schnuppe. Irgendwie sieht
Broncos aus wie... Ja, Justin Bieber, stimmt. Genau. Ja, Justin Bieber Baby ist das, Junge. Steht doch drauf. Okay. Ja. Broncos sieht aus wie so ein... Keine Ahnung, das ist so ausgelaufen. Ich muss das feststellen. Ja, eine CD hat immer ein bisschen ein Loch. Bronco, wo ist das bei dir? Das soll wahrscheinlich der gelbe Punkt sein. Das ist ein gelber Punkt. Vor allem gelb dann, du farbenblindes. Ja, dann, Entschuldigung. Das Affenkind, ey. Die unten abgeschnitten, die CD, also ich würde mal sagen. Ja, die steht im Boden drin halt so. Die ist reingeworfen, das ist so eine. Ninja-CD. Stern-CD. Collins gefällt mir gut. Ja. Wegen dem schwarzen Rand plus dem Loch da drin. Und dem schwarzen als Hohlraum. Ja, Colin gewinnt. So, Final Round. Hier, ihr baut mir in 3, 2, 1 einen Ziegelstein in Minecraft-Style. Ende. Und da sind wir wieder mal. Gleich out für Colin. Er hat sein Ziel fertig gebaut. Hä, wieso? Ja, hier. Ja, das heißt ja nicht. Ich hab das ja nur mal von Max gesagt, dass wir nach hinten bauen. Mein Ding ist ja klar. Fertig. Das war nur ein Zusatz. Okay, Vergleich, da ist ein Ziegelstein und das sind eure. Setz nur einen hin. Gewonnen. Sieht man doch jetzt gar nicht. Dann... Dani. Ja, nix geworden, ich meine, guck dir das mal Dani, an. Dani, setz nur einen hin, weil hau mal. Ja, genau. Ich habe meine wunderschön versetzt gebaut. Ja, ich doch auch, aber guck mal. Meine, ja. Hier, die gehen bis zum Rand, wie es auf dem echten Block auch ist. Bronco ja, deine nicht. Bronco hat ganz rum den ganzen Rand gezogen, das ist bei den echten Blöcken nicht. Nee. Ja, das ist so. Die haben keinen Rand drum, das ist. Colin, aber unten deine Reihe ist auch fail. Wieso? Hier sind vier und hier sind nur zwei und die gehen über die Ecke rüber. Außerdem hast du nur drei Reihen und es hat vier Reihen. Und Brun Gott auch nur drei rein und nicht vier rein. Und das Ding dann vier rein? Meinst du das ist nicht vier. Den war schon immer deine Schwäche, oder? Ja, Brun Gott Rand, das ist immer. Geht nicht. Beide gehen wenigstens bis zur Kante, das ist bei Bronco nicht der Fall. Du machst aber auch jeder beim Osten die Ziegelsteine bis auf die Kante. Colin, du hast es fast gut gebaut, du hast nur die untere Hälfte vergessen. Die untere Hälfte, Mann. Ja, untere Hälfte, die zwei großen Dinger. Ja, gut. Ja, genauso wie Max, nur das Max noch, also Bronco. Ja, komm, dann die Sache an. Was meinst du? Ich würde mal ganz knallhart sagen, Colin sieht zwar von außen besser aus, aber ist nicht richtig fertiggestellt. Also ich hab nur die vordere Seite gemacht. Ich hab nicht gesagt, dass ich 3D machen will. Ich hab das nur auf Wunsch von Max gemacht. Ah, gut. Bronco hat gewonnen, also Bronco hat. So. Okay, das war's. Hier, jetzt vierte Runde. Ihr baut mir in 3, 2, 1 ein Gemälde. We'll be right back.
So, wieder da und nächste Challenge bewältigt. Conan und Max haben beide ein Gemälde gebaut. Bei Max sieht man eindeutig einen Baum. Und bei Colin, also moderne, dein sieht aus wie so ein Koffer, wo Farbe dran gekommen ist. Das ist ein Aufhängerhaken, damit man das aufhängt. Ja, ja, Geld. Aber das sieht aus trotzdem wie so ein Koffer. Nein, das ist ein Aufhängerhaken, das ist moderne Kunst, Junge. Wir haben halt heutzutage noch Bäume, Mann. Kann sein, dass du den hier zufällig einversetzt hast? Nee, das war schon so, wie du es gerade gebaut hast. Okay. Das stimmt. Ich werfe Bronco. Ja. Das fehlt nicht! Welches Bild hat einen gelben Rand, Mann? Das ist ein Gemälde. Goldener Rand, goldener Rand. Und ich hab hier eine 3D-Illusion des Rahmens geschaffen. Spiel nicht mehr, bla, bla, bla. Okay. Okay. Also. Gewonnen hat Bronco. Rocco Arts.